Hallo, ihr wechselwarmen Naturfreunde des Trashfilms. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trashothek Movie Minutes. Heute haben wir euch ein besonders wechselwarmes Vergnügen mitgebracht, nämlich Stopp! Was? Wir wollten ja noch was korrigieren. Ah, okay. Wisst ihr, das war ja so, wir waren ja nie so gut in Mathe. Nein. Also, ihr erinnert euch ja sehr wahrscheinlich daran, an die vorletzte Sendung. Da hatten wir den Film Mega Rats besprochen. Und der ist mit 2,8 witzigerweise genauso abgeschnitten wie Dead Heat. Und wir haben uns in der Sendung eigentlich schon gewundert, also du zumindest. Genau. Und wenn man dann nachher nachrichtet, der hat eine Gesamtpunktzahl von 15 geteilt durch 5, macht eigentlich 3 und nicht 2,8. Es liegt natürlich nicht daran, dass wir nicht rechnen können, sondern es hat einfach daran gelegen, dass noch der Ergebniszettel letzten Films... Das werden wir nicht mehr retten können, gib's auf. Okay, wir korrigieren dann jetzt hiermit das Ergebnis. Mega Rats, ja, ist jetzt bei 3,0 und landet dann jetzt quasi über Dead Heat. Wie das passieren konnte? Das ist ja noch schlimmer, jetzt ist er sogar besser als Dead Heat. Lass uns schnell über King Cobra reden. Thorsten. Ja. King Cobra, nicht der King Cobra, den der ein oder andere Tierhorrorfreund vielleicht schon kennt, mit Dennis Weaver, ich weiß es gar nicht mehr, aus den 80er Jahren im Original Jaws of Satan, wo es um eine satanische Königskobra ging, die einen Pfarrer und eine Kleinstadt bedroht und terrorisiert. Nein, dieser King Cobra heißt auch... Lass mich raten. Es wird eine Kleinstadt terrorisiert. Aber es ist kein Pfarrer dabei. Ja, aber du hast schon recht, es ist wie bei jedem amerikanischen Tierhorrorfilm oder auch andersartigem, also das ist ja eigentlich bei allen Tierhorrorfilmen so, es ist fast eigentlich immer eine Kleinstadt, immer kommt die Bedrohung plötzlich und unverhofft und tötet erstmal viele Menschen und keiner glaubt es und am Ende sind alle ganz viel schlauer und ziemlich tot. Mal wieder aus dem Labor ausgebrochen. Ja, genau, das passiert auch hier, so heißt der Film auch im Original, nämlich Seth, die Schlange heißt nämlich Seth. Eigentlich, witzigerweise, eine Experimentalschlange sozusagen, eine genetische Kopplung aus afrikanischer Königskobra und Diamantklapperschlange und die entkommt bei einem Versuch oder beziehungsweise bei einem Unfall in einem Labor und taucht dann witzigerweise, jetzt haltet euch fest, erst 2 Jahre später in diesem wunderschönen kleinen Städtchen namens Fillmore auf. Und da findet natürlich zufälligerweise gerade das große Bierfestival statt. Und auch Dutzende von Menschen mit Schlangenbissen und Todesopfern halten den Bürgermeister nicht davon ab, dieses Festival durchzuführen. Weil die Kleinstadt braucht Geld. Ja, also da kann man einfach sagen, ab da wird der weiße Hai-Plot 1:1 durchgenudelt. In dem Sinne, es gibt einen ziemlich dämlichen Dorf-Sheriff, nicht so wie der weiße Hai, aber dafür gibt es einen sehr schlauen Arzt, der auch noch in eine Polizistin verliebt ist. Und die gehen nachher alle gemeinsam mit einem Herpetologen, gespielt von Pat Morita, auf die Jagd nach dieser 30 Meter langen Königskobra. Hauptdarsteller Scott Hillenbrand, der in dem Film aber als Scott Brandon auftritt, spielt dort diesen Arzt, diesen Hauptdarsteller, ziemlich glatt gebügelt, keine Ecken und Kanten, eigentlich ein ziemlich farbloses Männlein, würde ich mal behaupten. Der hat auch das Drehbuch geschrieben mit seinem Bruder zusammen, mit David Hillenbrand, zusammen mit ihm die Regie geführt und auch den Film produziert. Oh. Also auch so ein kleines Multitalent, will ich sagen, weil man muss sagen, der Film ist handwerklich in Ordnung. Es gibt natürlich keine großen Überraschungen. Selbst die Twists, die dann auftauchen oder die vermeintlichen Überraschungen, kennt man alle schon aus allen anderen Tierhorrorfilmen. Von daher ein schönes Standardwerk, ein schönes... Mit Serienwohlfühlfaktor, ja. Ja, mit sehr viel Wohlfühlfaktor. Es ist im Prinzip der Tierhorrorfilm, die DVD, passend analog zu den Gruselhörspielen von Europa. Also meine Frau hat neben mir auf dem Sofa gesessen und hat hervorragend geschlafen bei dem Film, während ich den geguckt habe. Ich fand ihn aber, wie gesagt, amüsant und sehr spannend. Wie gesagt, macht Spaß. Die Schlange ist nicht mit CGI-Effekten gemacht, sondern der Film ist von 99 noch als richtige Puppe, als große mechanische Puppe. Die ist wirklich riesengroß und auch eigentlich ganz gut in Szene gesetzt. Natürlich sieht man, dass es eine Plastikschlange ist in bestimmten Aufnahmen. Klar, wäre auch nicht anders zu erwarten bei dem doch ziemlich überschaubaren Budget dieses Films. So, aber alles in allem macht er Spaß. Ein Wort noch zu Pat Morita. Den kennen wir ja. Dein Highlight aus dem Film? Ja, eigentlich mein Highlight als Herpetologe, also als Schlangenkundler, der dann als kleiner Mann, der wirklich, ich würde mal sagen, noch ein Stück kleiner ist als du, mit bloßen Händen und einer Alustange mit einer Schlaufe obendran gegen diese 30 Meter lange Schlange kämpft. Minutenlang! Und zigmal von ihr gebissen wird. Und der hat bei den Shaolin-Mönchen gelernt. Ja, er hat auch Karate Kid 1 bis, er hat auch Karate Kid 1 bis 3 ausgebildet, war bei American Fighter 5 dabei und auch so ziemlich in jeder amerikanischen Fernsehserie, die hier irgendwann mal über den Teich gespült worden ist. Also wirklich von Kung Fu über Magnum, Starsky & Hutch, Kojak, der war überall mit dabei. Ich habe mal geguckt, es gibt keine Serie, wo der nicht mitgespielt hat. Naja. I hate snakes.
We're gonna need bigger guns. King Cobra. Kommen wir zur Bewertung von King Cobra, diesem schönen, schönen, kleinen, feinen Tierhorrorfilm. So. Gut, Thorsten, nix fürs erste Date. Möchtest du ich bin verschwunden. Haben? So. Ups. Genau. So. Genau, den Stift nehme ich schon mal. Nix fürs erste Date kann ich wohlwollend mit einer 3 bewerten. Okay. Weil man kann den Film durchaus gucken, es sei denn, die Frau hat Angst vor Schlangen. Was ist mit dem Bierdeckel? Bierdeckelfaktor ist ganz klar eine 5, weil außer dass die Schlange in das Dorf oder in diese Stadt kommt und Menschen umbringt und gejagt wird, passiert da auch nichts anderes. Gut, was ist mit dem Blut? Blutamat. 2. Eine dünne 2, einfach aus dem Grund, es gibt ein paar Schlangenbisse, ein paar schöne Ekzeme, aber das war es dann auch schon. Was ist mit Sexorama? Bei Pet Morita-Filmen bin ich ja da immer ein bisschen skeptisch. Ja, also der Pet Morita hat keinen Sex, dafür aber so ziemlich jeder andere, nein, nicht wirklich, aber der Hauptdarsteller natürlich mit der Hauptdarstellerin, ein paar Jugendliche, auch wieder mal übliche Regeln, hast du verbotenen Sex im Wald, ist dein Leben rum ganz bald. Nein. Thorsten, der Trashpegel. Okay, vergessen wir das. Trashpegel ist bei diesem Film, liegt er bei gemütlichen 4 Punkten. Und es ist einfach, die Schlange sieht schon ein bisschen nach Plastik aus. Es macht Spaß, es ist auch, das Ende ist üblich abstrus, wie üblich bei diesen Tierhorrorfilmen. Alles in allem macht das dann, gibt das eine, wo haben wir denn den Zettel hier? Versteckt, ja. Da ist er, eine 3,2. Weil 16 Punkte. Bitte mitrechnen und gegebenenfalls 16 durch 5, ja, ist 3,2. Okay. Und damit landet King Cobra sogar über den Mega-Rats. Böse Zungen behaupten, das ist nicht schwierig, aber vom Trash-Faktor war der schon richtig geil. Na gut, dann war es das heute schon wieder. Ja, ich würde sagen, in die Richtung. Okay. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel Spaß mit Tierhorrorfilmchen und ansonsten nächste Woche Donnerstag sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss. Ciao. Yeah!